Ja, hallo zusammen, wieder zweite Replay hier, Gastreplay, auch aus der Facebook-Gruppe World of Tanks Germany, und zwar der Vita 777, das gefällt mir, das ist mein Glückszahl, und er ist hier mit seiner Su 152 in ein 8er-7er-Battle, und er zieht ja schon mal auf den Löwen, schöner Hit auf den Löwen in die Seite, 743 Damage, ja, das war schon mal der erste gute Hit. Und keine Arti. Wie gesagt, 5, 8er, 7, 7er. Und gleich noch ein rein in den Panther. 718 in den Panther rein, ne? Ja, und zwar, der Gute hat 12 mal AP mit einem Durchschlag von 260, Schaden 750. Jetzt ist er kurz auf. Und APCR hat 57 Schaden bei einem Durchschlag von 292. Dann hat er 5 Schuss von. Und die, sein Nachbar, die Su, ist schon weg. Ja, hat er auch hier. Und ist die Su 152. So, APCR hat er jetzt auch schon ein paar verballert. Steht 1:3 und der HE 950 Damage bei einem Durchschlag von 80 oder was war das? 86. Aber das sehen wir ja gleich, was daraus wird. Ja, viel Schuss sind das nicht. Da kommen wir aber später zu. Er hat auch eine Mission. Der Schuss, ob der irgendwie dahin ging, das wissen wir noch nicht. Getroffen. Wir gehen mal in die Mission rein, und die Mission ist Jagdpanzer 15 Triumph. Hält sich mal so einfach. 1:5 steht es. Ah, 4 Panzer im Rückstand. Wir haben 4 Lights. Die 7er Lights sind schon tot von beider Seiten. Und der Mons ist sogar noch schon einer der Lux 66. 6x6 schon, auch schon kaputt in der Garage. Es steht jetzt 1:6. So. Ja, wo ist der WZ? Weg, weg, weg. Steht da was im Busch? Ah, nee, traut er sich nicht. Einfach so. E25 hat sich tot gestürzt. 3:7 steht es. Erwischt, jawoll. Und gleich den nächsten dann. Also da war der WZ 132. So, die IS ist zwar zugegangen, steht aber bestimmt nochmal. Ah, schön reingepumpt bestimmt. Sehen wir dann nachher. 4:7. Ah, schießt er jetzt blind da drauf? Ja. Der da noch steht, das ist fraglich. Dafür, dass er so wenig Schuss hat, schießt er hier ganz schön viel blind in die Büsche rein. Ja gut. Da steht der VK 30. 02D. Schöne Highwall, 839, ne? So, der Panther, da ist ja nicht mehr viel dran. Bisschen vorhalten. Der war schon weg, schade. 6:9, 6:10. So, oben, da bei der Windmühle. Bei B9, B0. Da sind die ganzen Gegner noch. Jawohl, IS erstmal weggepumpt. Zweiter Kill. EBR. Jadjochen. Da ist auch nichts mehr dran. 47 nur noch. Und Radjochen geht auch in die Garage.
So. Wie geht's jetzt weiter? 8 zu 11. 45 TP, kommt der Berg darunter. Denkt, er ist unsichtbar. Na, wo ist er? Hinter einen Stein gefahren bestimmt. Da ist ja ein Stein. Ja. Schade. Nicht getroffen. Da ist die Landschaft ein bisschen anders. Ja, anvisiert. Ah, Blindschuss. Hat der getroffen? Ja, hier die Einladung von der kaputten Su steht noch aus. Tiger P. Ja, mach's gut. Das war ein schöner Schuss. 611, Tiger P, dritter Kill. Es steht 10 zu 11, ist auf einmal ausgeglichen. Ja, die Gegner sind da den Berg runtergefahren und dachten, sie sind unsichtbar. So. M41 Bulldog. Achter Light. So, die Su 122, 44 ist auch noch ein bisschen was da. 230 Hitpoints hat die noch. Hat aber ein schönes Loch an der Seite, die 122. Da zieht's bestimmt. Die holen sich einen Schnupfen. Die Jungs da drinnen. Oh ja, jetzt war es mal groß in der Kamera. Ich habe die Minimap endlich größer gemacht. Ich habe das die ganze Zeit nochmal vergessen. Und zwar war schon wieder die Einstellung da verstellt. Ich habe jedes Mal Punkt und Komma gedrückt. Das war's gar nicht. Ja, 45 TP. Ah, viel ist nicht mehr dran. 64 Hitpoints. Ah, das muss er korrigieren. Ja, was hat er denn da Schönes auf dem Heck? Ein Häschen. Auch interessante Tarnung. So, K122. Mach's gut. Du bist unsichtbar. Wir haben es gesehen. Vierter Kill. So, 3 Schuss HE noch. 2 Gegner, 3 Schuss. Ja, kann auch passen, ne? So hat sich das Blatt gewendet. 13 zu 11, ne? So. Tja. Mal so weggesnackt. 5. Kill, den VK30. So, da ist die Su 100. Letzter Schuss. Jawoll. 6. Kill. Das Game ist zu Ende. Letzter Schuss. Und wir sehen uns in Stats. So, dann sind wir mit den Stats angelangt. Und der Vita 777 hat das Ganze Fadi-Medaille genannt. Was ist die Fadi-Medaille? Die ist hier, aber da kommen wir gleich zu. Hier ist das Panzerass dafür. Schläger, Wirkungsfeuer, 45.000, 58 Credits, XP kommen wir später, 9 von den Anleihen. Fadi-Medaille. Fadi-Medaille gibt es dafür, mit dem letzten Schuss den letzten Gegner auslöschen. Dafür gibt es die Fadi-Medaille. Kriegt man nicht oft, aber es hat gepasst. Ja, dann Großkaliber und die Topkampf für die 6 Kills. Und das Ganze war in Malinowka. Hatte ich ganz vergessen. Irgendwas vergesse ich immer. Entweder vergesse ich die Mission anzuklicken, ich vergesse den Durchschlag oder irgendwie was zu sagen von den einzelnen Munitionsformen. Ah, jetzt habe ich mal wieder Malinowka. Da habe ich wieder die Map vergessen. Naja, ist auch egal. Wir gehen in den Teamscore. Und der hat hier 5768 Schaden. Damage und 6 Kills natürlich. 1358 Base-XP. Und hier die Su 122 hat ja auch ganz gut mitgemacht, ne? Und der VK 3002 auch. Ja, wir gehen in den Data Report rein.
Und er hat 20 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 10 Durchschläge, 2 Mal Splash-Schaden mit seiner HE und dann über 300 Meter 4627. Ne? Und dann hat er Damage, hat er ermöglicht, 664 gefahren, ist er nicht viel, nur 970 Meter, haben wir gesehen. Und der ganze Vita 777 hat keinen Premium-Account. Ja, und so gab es 45.058 Credits abzüglich Munition und Reparatur, bleibt ein Minus von 9.974 Credits. Ja, weiß nicht, ob man das, vielleicht war gerade seine Premium-Zeit zu Ende. Also, ja, manche spielen eben ohne Premium, ist auch egal, seine Sache. Ja, Basic XP mal 2 für den Tagessieg macht man 2716 XP und 134 freie Erfahrung in 8 Minuten 41. Ja, das war dann eine ganz anständige Panzersrunde. Besonders hier diese Medaille fand ich sehr gut. Und gleich folgt noch ein Replay bzw. ein Tutorial, wie ich die Videos erstelle. Bis dann. Ciao.